Am 6. Spieltag der A-Junioren-Regionalliga Nordost empfängt der BFC Dynamo den Halleschen FC. Die Mannschaft des ehemaligen Bundesliga-Profis Roland Benschneider möchte nach 4 Niederlagen in Folge gegen den HFC endlich wieder Punkte sammeln. Die Gäste dagegen können mit einem Auswärtssieg auf den 2. Platz springen. Trainer Schuppi Dietze will deshalb von seinem Team den 5. Saisonsieg im 6. Spiel sehen. Damit rein in diese Partie, die Gäste in den schwarzen Trikots von rechts nach links direkt in der Vorwärtsbewegung. Jan Scherbakowski zieht in die Mitte und seine Flanke landet bei Tobias Berndt. Erste dicke Möglichkeit für den HFC. In der Anfangsphase agieren beide Mannschaften mit viel Tempo, doch Chancen haben ausschließlich die Gäste. Der nächste Angriff, Berndt kommt im Zweikampf zu Fall und schießt sich da an die Stolz, zeigt auf den Punkt. Es lässt sich nicht ganz auflösen, ob diese Entscheidung korrekt ist. Kapitän Ilter bearbeitet Berndt laut dem Unparteiischen mit unfairen Mitteln. Die große Chance also für Massio Pelchen, seinen HFC hier in Führung zu bringen. 1:0 für Halle nach 23 Minuten. Die Gästeführung ist zu diesem Zeitpunkt verdient. Pelchen verlädt Keeper Omar Choi bei diesem Strafstoß ganz lässig. Auch in der Folge kommt Dynamo nicht zu wirklichen Torannäherungen. Stattdessen ergibt sich für Halle diese Umschaltmöglichkeit. Kai Löser kann sich hier viel zu leicht gegen zwei Mann durchsetzen. Und das ist ein absolutes Traumtor! Kai Löser baut nach 37 Minuten die Gästeführung aus. Und zwar mit einer sehenswerten Einzelaktion. Er kann sich aber auch viel zu einfach im Mittelfeld durchsetzen. Und was Löser dann aus dieser Chance macht, ist nahe der Perfektion. Keine Chance für Joy im Tor. Doch noch ist nicht Halbzeit und die letzten 5 Minuten haben es nochmal in sich. Scherbakowski setzt sich im Strafraum durch und scheitert am Aluminium. Das wäre beinahe schon die Vorentscheidung in dieser Partie gewesen. Kurz darauf gibt es Eckball für Halle. Erst kann Joy noch parieren, beim Nachschuss ist er dann aber machtlos. 3:0 für Halle, noch vor dem Pausenpfiff. Kilian Pascal Zaruba steht nach dieser scharf aufs Tor gezogenen Ecke goldrichtig und sorgt für eine beruhigende 3:0 Führung für den HFC. Ist das jetzt schon die Entscheidung gewesen? 2 Minuten vor der Pause taucht Dynamo ein erstes Mal gefährlich vor dem Gästetor auf. Jamil Saad steckt durch auf Turgut Ögüt und das ist der direkte Anschlusstreffer. Keine 120 Sekunden nach dem 0:3 schlagen die Gastgeber erstmals zurück. Ögüt profitiert von der starken Vorarbeit von Saad, umkurvt dann den Keeper und erzielt das 3:1. Und es ist immer noch nicht Pause. Dynamo hat jetzt Blut geleckt und möchte den 2. Treffer noch in den letzten Sekunden dieses ersten Durchgangs. Die Möglichkeit für Saad! Aber Gästekeeper Niklas Gothe rettet mit einer starken Parade die 2-Tore-Führung in die Pause. Die 2. Halbzeit beginnt dann eher gemächlich. Die erste Offensivaktion haben die Gäste mit diesem Freistoß. Und diesen Standard tritt Scherbakowski. Joy im Dynamo-Tor ist zur Stelle. Der BFC probiert alles, um nochmal zurückzukommen, aber die großen Torchancen bleiben bislang aus. Jetzt mal der eingewechselte Mauricio Oyana. Gute Direktabnahme, dennoch deutlich rechts am Tor vorbei. Es ist im 2. Durchgang eher eine chancenarme Begegnung. Nach diesem Einwurf wird es gleich aber vogelwild im Strafraum. Der erste Abschluss, klasse gehalten von Joy. Auch den Nachschuss pariert er. Und den 3. Versuch lenkt er noch an den Querbalken. Sensationelle Aktion von Torwart Omar Joy. Danach bietet sich Halle noch die ein oder andere gute Gelegenheit. Dynamo hat den Glauben aufgrund des Rückstands etwas verloren. Und so erzielt Tom Bierschenk in der 84. Minute doch noch das 4:1. Halle ist schlussendlich effektiver vor dem Tor. Und das ist auch der Unterschied, weshalb der HFC auf dem 2. Platz steht und Dynamo erst 3 Punkte auf dem Konto hat. Bierschenk lässt Joy keine Chance. Eine Möglichkeit hat Halle in der Schlussphase noch. Seitenverlagerung von Chipev auf die linke Seite. Und die Flanke landet wieder bei Tom Bierschenk. Das muss eigentlich das 5:1 sein. Da hadert Bierschenk zu Recht mit sich selbst. So bleibt es am Ende beim 4:1.
und HFC-Co-Trainer Jonas Walter äußert sich zu möglichen Aufstiegsträumen. Ja, also ich weiß, dass vor ein paar Jahren angekündigt wurde, dass mittelfristig der Aufstieg erreicht werden sollte. Wir waren dann auch 3 Jahre sehr knapp dran, jeweils mit dem 3. Platz. Letztes Jahr waren wir nicht ganz so erfolgreich. Aber ja, man weiß nie. Natürlich wünscht man sich das, aber ich glaube, jetzt nach ein paar Spieltagen zu sagen, wir wollen aufsteigen, wäre sehr vermessen. Es sind ja auch noch 18 Spiele zu absolvieren in dieser Saison. Da ist vieles möglich. Ein bisschen träumen ist ja aber auch nicht verboten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.